Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Doom-Freunde. Mein Name ist Sirius. Ich habe hier in der letzten Folge irgendwie alles weggesmackt und gekillt. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Gamepad. Ja, ich spiele die Mutter aller Shooter mit Gamepad. Who cares? Ich auf jeden Fall nicht. Und wo geht's überhaupt hin? Das ist mein größtes Problem bei diesem Spiel, dass ich ständig nicht weiß, wo ich hin muss. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen ab. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Argent-Energie zu verhindern, ist nicht nötig. Ist schon nice, oder? Soll ich da hinterher oder gibt es da noch irgendwie einen anderen Weg? Nee. Ey, ihr da, ihr Penner, ihr Saftgesichter. Smackdown. Ey! Halt's Maul. Erst rechts, erst links, was meint ihr? Scheißegal, oder was? Hör auf! Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos! Achtung, Energiekontamination! Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Mir relativ Latte. So, wo sind welche von den Dämonen-Wichsern? Was war das denn jetzt schon wieder? Warum durfte man denn da nicht landen? Ach Gott, das Spiel liebt mich. Und ich liebe es, natürlich. Ey, mach die Tür auf, Arschloch. So, schalte den irgendwas Tower aus. Ihr wisst schon. Da. Was habe ich gemacht? Gut. Neuer Anlauf, neues Glück. So kann's ewig weitergehen. Was sammle ich eigentlich hier ein? Munition, oder? So, und jetzt war ich ja hier. Mich da hoch beamen lassen, beziehungsweise wollte ich. Vielleicht nicht die klügste aller Ideen. Ich glaube, ich muss gar nicht alles schlagen, aber ich habe immer so den Eindruck, ich müsste alles schlagen. Achtung, Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht. Codex-Eintrag Monster Höllenritt. Liest das wirklich einer? Wenn man die jetzt noch drehen und ranzoomen könnte, oder? Guck mal, hier sind die Viecher. Höllenreiter, ein Imp. Besessener Soldat? Besessener Techniker. Der besessene Wachmann ist der Arsch schlechthin. Würde ich sagen. So, nu? Wo geht's jetzt weiter? Da oben wieder raus, oder was? Medikit. Los, komm, mach mich voll. Wuhu! Dämonischer Vorstoß entdeckt.
geil. Die erinnert mich aber sehr an die Viecher aus von Skyrim, oder? Ich mach mich mal hier aus dem Acker. Das wird so anstrengend. Komm her! Prozent läuft bei mir. Hinter dir. Man muss hinten Auge haben. Musik ist aus. Herausforderung geschafft. Oh, Waffenpunkt. Genau das wollten wir da haben. Und zwar wollte ich ja die Schrotflinte hier noch auf mehr Wumms. Yeah, gib mir. Ein Bündeltreffer. Ein direkter Treffer eines Explosivschusses erzeugt Bombenbündel, die zusätzlich schon mit Messerschuss. Ja. Okay, schaffen wir schon irgendwie. Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Ich darf das nicht tun? Ich glaube, ich tue ja einfach, was ich will. Habe ich jetzt jedenfalls so den Eindruck. Scheint nicht so, als wenn man hier wirklich einer Vorschriften machen könnte. Guck mal, hier ist ein dicker Pfeiler am Boden und der Sirius weiß wieder nicht wohin. Gekennzeichnet mit Pfeilen. Gib mir Strom, gib mir Saft. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube nämlich, da oben war doch irgendwo gerade von hier hinten aus. Von irgendwo aus konnte ich doch wieder so eine Kugel leuchten sehen. Da, so eine. Da. Wie komme ich da hin? Also ich glaube, da müssen wir zumindest hin. Könnte ich mir vorstellen. Eigentlich so diesem Punkt nachgelaufen, ne? Ach, guck mal hier. Das ist irgendwie wie ein Fahrstuhl, der festhängt oder so, ne? Wirkt so ein bisschen so, als wenn aber man kann jetzt hier auch nicht irgendwas, hier sind jetzt keine Rätsel oder sowas bei, ne? Weil dann hätte man ja sagen können, okay. Ah ne, man kann einfach so hier hoch, okay. Ich muss sagen, so ein bisschen Menno. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt wirklich die Tür aufreißt. Ich habe gedacht, ich bin wieder in der Sackgasse. Gib mir!
Wow! Hab mich aber gerade doch ein paar schwerer erwischt, als ich dachte. Ah, der springt so nah an mich dran, ne? Zersmackt worden! Ach, das ist jetzt nichts. Also wir haben jetzt gerade 0 Uhr 58, also 1 Uhr nachts. Und eigentlich so, das ist kein Spiel zum Einschlafen. Jetzt nicht, weil es gruselig ist. Oh nein, warum denn? Warum haben sie mich denn jetzt hier spawnen lassen, bitteschön? Und nicht da, wo ich jetzt zuletzt war. Leute. Leute, jetzt weiß ich doch wieder gar nicht, wo ich hin muss. Scheißspiel. Weiß ich jetzt gerade ehrlich nicht. War ich hier? Weil es sieht auch echt alles gleich aus, dieser blöde Rotz. Also da hätten sie mich doch gerade, wo ich da schon mal das Teil da rausgerissen habe, hätten sie mich doch da hinten spawnen lassen können, oder? Es geht mir jetzt gar nicht um das, dass ich das nochmal irgendwie nachspiele oder so. Es geht mir einfach darum, dass ich dann jetzt wieder komplett nicht weiß, wo es hergeht. Irgendwo so eine Energiestation wäre irgendwo nett, ne? Oh, guck mal hier. Habe ich schon, oder was? Berserker-Move! Boah, den Berserker-Move muss man echt gut nutzen, oder? Bisher. Ah, ich habe nicht genug Sprit. Ah! Boah, der ganze Pad funktioniert nicht mehr. Was ein Gammelding! So, als wenn eure Maus nicht funktioniert. Also nach rechts drehen, nach links drehen ist voll langsam. Ah, jetzt geht's wieder. Was eine Scheiße, ey. Ich muss mal schön zurück. Waffenpunkt erhalten. Brauche ich für irgendwas einen Waffenpunkt? Haben Sie Zweifel? Selbst feste Überzeugung kann wanken. In der Kapelle steht rund um die Uhr ein USC-Magus für Sie bereit, der mit Ihnen spricht und Ihnen wieder auf den rechten Weg hilft. Komm her, gib mir das Ding da. Das gibt irgendwie Sammelpunkte, die kein Schwein braucht. Dankeschön. Dankeschön. Prätorenmarke erhalten. Ja, richtig. Ich habe 4 von diesen Marken. Ich würde sagen Gesundheit, oder? Verbessere das Tempo bestimmter Aktionen. Meint ihr, sollte ich das machen? Das machen wir immer. Okay.
Okay, und was haben wir hier noch? Geschicklichkeit. Du wechselst schneller die Waffe. Das finde ich eigentlich, das interessiert mich nicht so. Das geht schneller noch. Ich habe noch 2 Punkte. Boah, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Machen wir mal noch den Gefahrenschutz dabei. Okay. Gut. So, wo geht's denn jetzt her? In die Richtung irgendwo. Ich überlege gerade mal, ob ich mal zwischendurch mal speichern soll. Und Munition. Wie sieht's hier aus? Das geht nicht auf. Ist ja irgendwo in die Richtung. Also gar nicht mehr so weit entfernt, Mensch. Da oben rein. Das sieht gut aus. Denken Sie dran, die 12 des 9er Rats beobachten Sie. Ah. Mir, glaube ich, ziemlich egal, mein Freund. Aha! Hier ist was für uns. Wenn du unsere Energieproduktion stoppen willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Art und Energie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Abgeschlossen habe ich das auf jeden Fall. Olivia lebt noch. Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt. Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen. Wir können seine Energiesignatur verfolgen. Tja, das war's dann. Es gibt sonst nichts mehr zu tun. Töte Olivia Pierce. Ja, das würde ich gerne machen, wenn ich wüsste. Ah, da ist die Tür aufgegangen. Hast du den Level geschafft, oder was? Der Anfang vom Ende! 2 Elite-Waffen diesmal sogar gefunden. Runenprüfung gemacht, auch gut. Führe 2 Tote von Oma habe ich natürlich nicht gemacht. Insgesamt bin ich aber, ja, war okay. Hätte ich schlimmer spielen können, sag ich mal. So, und weil es gerade so ein Kapitel zu Ende ist, wir 18 Minuten rum haben, sage ich diesmal ein bisschen früher Schluss als sonst. Danke dafür, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.